Ja, erstmal willkommen in Paderborn. Es ist sicherlich eine ganz neue Umgebung vom BVB zum krassen Außenseiter in der Bundesliga SC Paderborn. Was hat den Ausschlag gegeben, jetzt hier hinzukommen? Ja, es stimmt, was Sie sagen. Es ist ein Riesenunterschied und da muss man sich erstmal einleben. Aber ich freue mich auf die Aufgabe hier in Paderborn. Das Umfeld ist super hier, das Stadion ist gut, die Fans sind geil, sie unterstützen uns, glaube ich, bei jeder Hinsicht hier, auch wenn es nur eine kleine Stadt ist. Von einer Großstadt in eine kleine Stadt. Ich freue mich auf die Aufgabe, wie gesagt, und haben mir auch einen großen Ausschritt gegeben, dass ich nicht so weit weg wohne von zu Hause hier. Und habe den Fußball gesehen, die Paderborn in der zweiten Liga gespielt hat, der sehr ähnlich ist, den wir gespielt haben in Dortmund. Offensiv sehr gut gespielt haben und das hat mich hier hingelockt. Sie sind ja ausgeliehen für ein Jahr. Ja. Hat das auch den Ausschlag gegeben, gerade so diese Systemähnlichkeit, der Spielstil zum SC Paderborn zu gehen? Genau, das hat mir auch einen Ausschlag gegeben. Natürlich, wie gesagt, die Entfernung von zu Hause ist nicht so weit weg. Und hier habe ich die größtmögliche Chance, vielleicht mich ein Jahr weiterzuentwickeln für meine weitere Karriere. Und deswegen war die ein Jahr Ausleihe hier genau das Richtige für mich. Hat Jürgen Klopp irgendwas mit auf den Weg gegeben? Na klar, er hat mir auch gesagt, dass es der richtige Schritt ist für mich, hier nach Paderborn zu gehen. Mich versuchen, ein Jahr durchzusetzen und so viel Spielpraxis zu sammeln, wie es geht. Und hat mir viel Glück gewünscht und hat gesagt, dass ich gegen Dortmund keine Tore schieße. Aki Watzke sitzt relativ häufig hier im Stadion. Beobachtet das dann sicherlich auch die Entwicklung. Freut man sich da auch drauf? Auf jeden Fall. Da freut man sich, glaube ich, ganz besonders drauf, wenn ganz, von ganz, ganz oben beobachtet wird und geschaut wird, was man, so, wie man sich weiterentwickelt. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein? Der SC Paderborn gilt als krasser Außenseiter, das haben wir schon gesprochen. Aber wie schätzen Sie die Chancen ein? Ich meine, der SCP war auch letztes Jahr kein Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga. Genau, wir haben, ich glaube, der SC Paderborn hat letztes Jahr ein Wunder geschafft. Wir haben noch nie erste Bundesliga, glaube ich, gespielt. Und wir haben, wie gesagt, nicht die krassen Namen in der Mannschaft. Aber ich glaube, dass wir als Team heranwachsen werden und nicht so Fußball spielen wie die anderen Mannschaften in den letzten Jahren, die aufgestiegen sind. Eigentlich im Fußball. Ich glaube, dass wir hier versuchen werden, offensiv zu spielen und das umzusetzen, was sie in der zweiten Hälfte der Rückserie gemacht haben. Und ich freue mich auf die Aufgabe und werden wir schauen, wo der Weg hingeht. Soll es Dortmund zum Auftakt sein? Oder lieber eher weiter hinten rum? Ja, zum Auftakt haben wir eh erst Red Bull. Das ist auch eine schwierige Aufgabe, wo wir uns, glaube ich, ganz besonders drauf freuen. Und wer dann als erstes Bundesligaspiel kommt, da freuen wir uns am gemeinsamen. Aber es ist ganz egal, wer es kommt, außer Bayern München.